So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11. Letztes Mal haben wir mit der schlechten Welt in Anführungszeichen angefangen. Und da haben wir jetzt noch einige Level vor uns, durch die wir uns eventuell quälen dürfen oder die vielleicht auch schnell gehen. Wir werden sehen. Im nächsten muss ich jedenfalls nichts einsammeln. Getting Up von Tomato Johnson ist 108er geworden. Ja, dieses Level, meine Damen und Herren. Oje. Würde ich sagen, ein ziemlich infamous Level. Das und ein infamous User. Sehr wild aus. Also auf jeden Fall infamous. Oh mein Gott. Infamous Palette. Ja. Okay. Sehr gut, hat gut geklappt. Wie findest du die Musik? Die Musik. Davon höre ich nicht so viel. Aber was ich höre, ist nicht gut. Also, das wäre jetzt was, wo ich wirklich auch das sage, was du vorhin gesagt hast. So eine Palette kann man doch nicht ernst meinen. Ja, der Tomato Johnson war ein Troll, der letztes Jahr gebannt wurde von SW Central. Ja, Mensch. Wieso nicht schon nach dem Level? Weiß man nicht. Wahrscheinlich. War das noch nicht offensichtlich? Ja, er trollt ja auch genug. Der trollt ja auch im Forum, in einem Forum rum. Okay. Du kannst ja nicht jemanden bannen, nur weil er ein schlechtes Level eingesendet hat. Das stimmt aus dem Forum nicht, das ist richtig. Man könnte ihn höchstens von Einsendungen bannen. Wenn man sagt, du willst hier nur den Contest, du willst hier nur die Leute ärgern, dann kannst du jemand anderen ärgern mit deinen Hacks. Ja, aber der wurde dann wegen Shitposts gebannt und so. Ah, okay. Ja, gut. Soweit ich weiß. Ist jetzt nicht so gut. Was hat er denn geshitpostet? Ach komm! Muss ich jetzt komplett... Ja, wahrscheinlich muss ich das. Muss ich komplett mit dem runter und dann wieder hoch? Er hat jetzt wieder... Ja, okay, alles klar. Ja, genau! Okay, muss ich nicht. Aber wie mache ich denn den Quatsch dann jetzt hier? Hä? Ah! Das gibt's doch nicht. Also der fällt, sobald ich... Na... Also deine Theorie von vorhin war schon... richtig. Ich muss mit dem wieder hoch. Ja. Ach, oder ich muss... Aber es reicht nicht mit Spinjump wahrscheinlich hoch, sondern ich muss den Weg wieder hochgehen, während der an der Seite auch hochfährt. Wobei ich... vielleicht kann ich es ein bisschen tricksen, indem ich mich hier treffen lasse und jetzt scrollt der Rest vielleicht nach oben. Ach, scheiße. Okay. Dann gehen wir halt nochmal nach oben. Du hast ja gefragt, was er geshitpostet hat. Ja. Ja, dummes Zeugs halt. Manche Posts kann ich nicht mal sehen, weil sie gelöscht wurden, aber... Okay. Hat er sich ja richtig gegönnt. Sorry, I won't be participating because I don't wanna catch the coronavirus. Ja. Okay. Das wird nix, ich bin zu langsam. Jetzt ist es egal. Oh, ja, leck mich doch hier. Das wird nix, ich bin zu langsam. Oh, vielleicht so. Nein, der ist... Oh. Schade. Noch schneller. Jetzt bin ich doch aber... Jetzt muss ich doch aber hier... Du
Eigentlich müsste ich, dürfte ich ja im, nach dem Motto Don't Feed the Tortoise Level gar nicht spielen. Weil es ja nur zum Nerven dann aufgedacht ist. Eigentlich dürfte man dem keine Plattform bieten. Yes! Yes! Nein! Yes! Er hat sogar für den QLDC letztes Jahr noch einen Account gemacht. Okay. Ja. Das ist der Tomato Johnson Lore. Alles klar. Ach, das... Immerhin ist da zu Ende. Okay. Gut, meinetwegen. So. Dann, King of the Mountain. 102. geworden, doch nicht so ganz der King. Mark VD 100. Let's go. Das sieht doch schon mal wieder viel netter aus bisher. Okay, gib mir die Box. Perfekt. Okay. Das sieht doch nach einem normalen, schönen Level aus. Vielleicht ein bisschen viel Gegner, aber nicht schwierig. Soweit war es okay. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Vielleicht hat sich's ja dann nochmal massiv verschlechtert. These switches will change the block's visibility depending on the status of the color. Do note that they are solid visible or not. Okay. Stimmt. Die sieht man gar nicht mehr. Und so sieht man sie jetzt halt. Hä, wieso sollte man den Switch dann umstellen? Okay. Damit du sie siehst. Ja, ja, aber ich meine, wieso sollte man nochmal umstellen? Ach so, weil manche sich... Die roten sind dann... Okay. Got it. Got it. Jetzt bin ich wieder hier. Das war ein Reset. Das ist super. Ah, ich brauche... Okay, ich brauche einen grauen P-Switch. Oh, ich muss was kontrollieren. Sind hier Blöcke? Zumindest. Nee, scheint nicht so. Weil solid wären sie ja trotzdem, man sieht es ja nur nicht. Okay. Gut, also dann nehmen wir jetzt den Kollegen hier wieder mit. Lassen das Resetting in Ruhe. Ach so. Ach so, man drückt den eigentlich hier und dann sieht man, wo mein Mann... Ach, ich musste den ja hier... Oh mein Gott, ich bin dumm. Ich dachte, so war das ja. So. Okay. Ich sehe, wo das Level etwas komischer geworden ist. Aber die anderen Dinger sind ja trotzdem da. Also ich muss ja eigentlich gar nicht drücken. Ich weiß ja, wo der Weg ist. Okay, jetzt haben wir den. Das ist schon mal gut. Der wird jetzt für da unten... Achso, dann gibt es da unten wahrscheinlich ein Springboard oder sowas. Es ist... Na. Es ist lustig, weil man eigentlich da nicht laufen will, wo die Blöcke vorher waren. Aber man weiß ja eigentlich, dass die Blöcke da sind. Okay, hier kann ich hin, hier kann ich hin, hier kann ich hin. Da nicht. Da schon. Da ist mein Springboard. Jetzt komme ich wieder aus der Röhre. Ne, kann ja gar nicht sein. Doch, okay, kann sein. Wieso kann es das nicht sein? Ach, weiß ich nicht. Weil der nicht grün ist. Oh. Ist da oben was? Ja. Nein, schade. Oh. Das muss ausgetestet werden. Nein. Nein. Nein.
Okay, schade. Da falle ich einfach durch. Super. Dann kann ich da nichts skippen. So. Den nehmen wir jetzt mal mit. Vielleicht bringt er mir ja was. Okay. Oha. Super. Aber jetzt schon wieder das Gefühl, dass ich da unten was habe liegen lassen, weil ich wollte eigentlich ja gar nicht. Hey, hier geht's auch weiter. What the heck? Kann ich hier runter? Ich kann da auch runter. Da aber nicht mehr. Okay, da hat wieder jemand das eigentlich recht coole Feature benutzt, dass man die Welten größer machen kann. Mhm. Ich warte nur, bis das Level einmal vorbei ist, ehrlich gesagt. Ja, jetzt ist es so ein bisschen labyrinthartig geworden, vor allem, weil man halt die Yoshi-Coins ja sucht. Und die können jetzt ja oben sein, könnten unten sein, könnten links sein, könnten rechts sein. Da ist eine Röhre, na super. Ja. Auch. Jetzt wird's aber richtig wild hier. Vor allem jetzt ist ja wieder das Problem, wenn hier Sachen runter und hochfahren, da können ja auch ja schön keins rum. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass da Yoshi-Coins durch die Gegend fahren. Ah! Meine, in der Mitte habe ich sicherlich welche verpasst, aber das macht jetzt erstmal nichts. Die können wir nachher holen. Okay. Okay. King, so you got this far, huh? Show my guardians your hero power. If you pass, you'll fight me, Sumo King Jr., the young brother. Okay, Bossfight oder was? In Anführungsstrichen. Ja, auf jeden Fall so dargestellt. Ah, es gibt immerhin noch Yoshi Coins, sehr gut. Es ist nicht nur ein Bossfight. Ich habe in dem mittleren Teil auf jeden Fall welche verpasst. Da bin ich viel zu schnell durch. Aber das muss ich jetzt erstmal akzeptieren. Spielen wir es mal durch und gucken dann, wie viele fehlen am Ende. Und dann kann man immer noch... Oha. Ich habe ja auch die Macht von Luna Magic. Na, das... Nee. Die suchen wir schon nochmal. Das muss nicht sein. Ich nutze ja schon die Macht von Rewinds. Die Macht ist echt. Das reicht schon. Ja, wirklich. Geht halt nochmal mit mir, Kollege. Scheibenmodig. Oh. Ja, egal. Das habe ich ja auch nicht mehr bemerkt. Wir haben ja einen Pilz. Der müsste uns ja hoffentlich zumindest dahin bringen, wo wir gerade waren. Oh! Das ist gut. Weil, dann bin ich jetzt zwar hier und kann jederzeit hier hin, aber kann mich auch hier nochmal umgucken. Ach so. Ich habe safe da unten was übersehen. Ja, da haben wir schon mal die erste. Yoshi! Ja, moin! So, also eine war ja in dem Bossabschnitt. Jetzt ist das Problem natürlich, dass ich nicht weiß, ob noch eine hier ist. Dann wären wir fertig. Oder ob halt in dem Bossabschnitt noch eine kommt. Lol, wo kann man hier überall hin? Hier kann ich auch rein. Ach, da komme ich einfach hier wieder raus. Da oben bist du ja noch nicht gewesen, ja, oder? Ja, da oben bin ich noch nicht. Da ist diese gelbe Röhre gewesen. Da gehen wir jetzt auch mal hoch. Nee!
Das hatte auch irgendwie so Secret Vibe. So Secret Vibes. Wegen dem. Ach so, wegen der Feder hier wollte ich sagen. Ja gut, jetzt gerade ist es keine Feder. Nachher ist es wieder eine. Hallo. Aber dann könnte ich mir fast vorstellen, dass diese Röhre mich auch einfach nur wieder... Ach, die bringt mich hier raus. Ah ja. Ja, auch in Ordnung. Dann muss ich jetzt allerdings kurz runter und mir die Yoshi-Coin hier holen. Scheiße, jetzt ist er mit dem Peace-Switch abgehauen. Das ist ungünstig. Ja, ja, ich bin da. Chill. Oh mein Gott. Was ist los? Ja, ja, ich habe hier eine Idee gerade. Yoshi? Nein, Yoshi ist weg. Bleib hier. Komm her, Yoshi. Nix was Leckeres zum Essen. Nein! Ach so. Nix was Leckeres zum Essen. So. Wie weit kann ich jetzt hier skippen? Ach so, ich komme hier nicht durch. Ja, ich komme hier trotzdem nicht durch. Ich brauch trotzdem den P-Switch. Am P-Switch komme ich nicht vorbei. Aber ich kann nachher vielleicht die nutzen. Die kommt ja immer wieder. Vielleicht kann ich sie nachher noch nutzen. Ach so, was ist eigentlich hier unten? Okay, da ist nichts. Ist das noch hinter uns? Okay. Macht es sogar ein bisschen schwieriger mit Yoshi, aber ich will den behalten. Ich will den behalten. Lass mich in Ruhe. So. Ach so, nee, kann ich ja gar nicht. Ja, RIP. Toll. Außer wir machen den hier. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Also, dafür müsste ich jetzt wieder wissen, ob das in der Situation geht. Also grundsätzlich geht es schon. Aber nur, wenn die Sprites passend sind. Also keine Ahnung, ob es in der Situation geht. Ich weiß nicht mal, ob das gepatcht ist oder nicht. Ja, das ist die nächste Frage. Ach ja, ist ja gut. Also jetzt holen wir uns die Feder hier wieder. Da kannst du übrigens klettern. Bitte was? Du kannst da klettern. Bei diesen Dingen da. Ach so. Gut zu wissen. So, hier bin ich vorhin gestorben. Hier können wir jetzt weitergehen. Wenn ich nochmal eine Yoshi-Coin sehen würde, fände ich das sehr, sehr gut. Danke. Zum Glück. Und alles ist wunderbar. Alt, stopp, will die Messagebox lesen. Wichtige Lore. The Sumo King now awaits, but will Mario really defeat him or just let him be? The choice is up to... ach, ich kann jetzt zum Bosskampf oder auch nicht, oder wie? Ich kann in die Röhre nicht rein. Ihr awaitet mich gar nichts. Du wirst schon sehen, was das, was es damit auf sich hat. Okay. Der hat den Bosskampf extra eingereicht. Ja. man kann ihn spielen oder man kann es lassen. Also es zählt zu den 116 Exits. Aber es wurde nicht bewertet. Ja, er hat zwei Level eingereicht und ja. Wir haben das hier eingefügt, damit das... Also, das ist deshalb nicht mal ich entschieden, das hat Delirus so gemeint. Sollten okay. Wir einfügen. Naja. Ach, da drüben ist der Sumo King sozusagen, den muss ich killen irgendwie. Ja. Das erschien mir nicht so, dass das so gedacht war. Ah, das ist interessant. Hier kann man ganz schön viel Blödsinn machen. The fuck? Was hast du da gerade gemacht? Ach so, du bist auf die Noteblock gekommen. Ja. He's dead! Aber ich wahrscheinlich auch. Ja, richtig cooler Bossfight. Ey, komm ich nicht mehr raus.
Ich weiß nicht, was, was wir getan hätten, wenn wir den nicht eingefügt hätten. Ich finde das ein sehr tollen Bossfight. Ich finde das, wie sich dieses Ding hier verhält, finde ich großartig. Ja. Tschüss. Auf zum Mond. Es okay. Geht einfach nichts Besseres. Okay. Nee, du musst einfach durch die Tür. Ja, ja, das dachte ich mir. Ich hoffe nur, die kommt jetzt da unten wieder. Nee, die ist für immer weg. Die hat sich jetzt für immer verabschiedet. Na gut. Okay, ich kann hier nicht einfach rein. Also. Ah, wait. Ist da deswegen der Pfeil? Weil ich da. Oh mein Gott. Ja, das ist einfach immer besser. Ja. Noch etwas also, das Level ist ein Platz höher als der erste Platz. Es ist ja Nullter. Also, das beste Level in VLDC 11, meine Damen und Herren. Oh, ich hab was vergessen. Ich bin dumm. Was hast du vergessen? Da unten war ein Springboard. Also, du brauchst es ja gar nicht mal. Brauche ich das nicht? Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wie ich da hochkommen soll. Also ich werde es auf jeden Fall benutzen. Das erscheint mir doch sinnvoll. Es darf nur nicht hochfahren, das Teil. Die Maschine. Das Teil darf nicht hochfahren, das muss unten bleiben, oder was? Ja. Obwohl, ich glaube, es sollte... weiß gar nichts. Also, nee. Ich krieg das schon hin. Irgendwie komme ich durch die Tür geglitscht. Kein Problem. So wie sich dieses Ding verhält, kann man das safe kaputt machen. Als ob es schon nicht kaputt ist. So. Ach das so. Das ist ja dieser Generator, der eigentlich wieder runterfahren sollte, aber... Hat sich es ganz verabschiedet, ja, ich verstehe. Ja. Schwierige Momente. Du bist, hat sich jetzt diesmal ganz verabschiedet und vorher nicht. Was ist denn da los? Das ist ja die Shell aktiviert und deaktiviert es ja immer. Du bist so. Ach so, die Shell macht den Quatsch. Damit es runterfährt, ja. Ah. Es muss on sein. Es muss auch on sein. Witzig. Ach so, und wenn ich die... Okay, ich sehe. Ah, mein Gott! Ich spring gleich im Dreieck. Ninji! Nicht gleichzeitig mit mir springen. Was ist dieses Timing? So. Nein! Jetzt wieder hier hoch. So. Noch lebt die Shell? Okay, alles gut. Das heißt, das war vorhin nur Zufall, dass er da noch alles gelebt hat, als ich da einfach hoch bin. So, aber jetzt sieht es doch schon besser aus. Sehr schön. So, und jetzt brauche ich nur. Jetzt ist der Cooper hier weg. Den ich. Wobei, ich komme so. Okay, ich komme so hoch. Perfekt. Jetzt kannst du da hinten. Meinst du, jetzt schaffe ich es einfach aber auf. Ach, jetzt komme ich hier so durch. Ach so, ja. Brauche ich das Springboard tatsächlich nicht. Schade. Wollte es irgendwie kaputt machen, aber dann mache ich es halt nicht kaputt. Was ein Quatsch. Was ein absoluter Blödsinn. Okay.
Wunderbarer Bosskampf. Alles klar, weiter geht's. 103. Vanilla Plains, Enan 63. Let's go. Absolute Standardgrafiken der Standardgrafiksten überhaupt. Ach, kann ich mehr reden. Hat sich erledigt. Ja, aber das war's jetzt mit diesem schweren Level, sag ich mal. Das ist schlechten, gut. Schweren Level. Das war ja gar nicht mal so schlimm wie erwartet. Da war das besser bewertete Kaiser-Level deutlich schlimmer. Jetzt nicht schlimmer vom Schlechtheitsgrad her, aber einfach vom Schwierigkeitsgrad her. Das, wo man hier... Schlechtheitsgrad, ja. Was war da nochmal das Gimmick, das mit dem Yoshi oder was da? Nee, das war... Was war denn das Gimmick? Ich hab's vergessen. Das Level in der Bergwelt? Wo man halt so schnell sein musste, ja. Ja, das sind viele verschiedene. Richtig. Oh ja, danke. Gut, dass wir hier durch sind. Sehr schön. So, das nächste Level, das ist das am schlechtest bewerteste. Okay. Willst du das vielleicht für den Schluss aufheben von dieser Welt? Können wir machen. 111. Quise, der hat dann auch gequiet auf jeden Fall. Ja, können wir uns aufheben. Dann spielen wir jetzt Phantasmagoria. Der Name klingt ja cool, aber scheinbar ist das Level nicht so cool geworden. Die Musik ist auch schon mal cool, aber die macht natürlich nichts aus. Okay, Yoshi Coin. Okay, ist da drüben was? Nein, gut. Ja, das war meine eigene Schuld, weil ich gescrollt habe. Das hätte ich verhindern können. Okay, da oben ist eine Yoshi Coin. Das wissen wir jetzt schon mal. Okay, da kommen wir auch einfach hin. Sehr gut. Zack. Okay. Jo. Gut. Gut. Das Toho-Musik? Ja. Erkennst du gewisse Inhalte, erkennt man einfach sofort. Am Stil. Kann ich da rein? Ah, sehr schön. So stelle ich mir das vor. Okay, dann muss ich den wohl drücken. Ja, dann haben wir das auch fertig. Okay, ich muss runter, oder wie? Ach so. Ah ja, moin. Wir fliegen durch die Nacht. Okay. Da war der Mond. Das ist jetzt nicht so gut. Da kommst du schon ran. Von unten. Ja, ich wollte nur... Oh mein Gott. Ja. Nice. I hope I win. Ja. Das hat gut geklappt. Super. Okay, prima. Tolles Level. Ich frage mich jetzt, hat er das wirklich gehoped oder? Also. Das ist ein Meme. Okay. Das ist nur ein Meme. Ja, gut, dann passt das. Ansonsten frage ich mich bei solchen Sachen immer, wie gut schätzen sich Leute selbst ein? Denkt jemand wirklich, dass er damit gewinnen kann? Also, das ist jetzt nicht bei den schlechtesten hätte landen müssen. Gut, das sei mal dahingestellt. Aber. Man weiß ja, was Konkurrenz kann. Und dann zu denken, dass man bei sowas gewinnt, das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Aber ja, als Meme. Alles gut. Willkommen bei Super Mario Land. Ja. By the way. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Richtig. Ja, es ist ein Level. Mir alles lieber als der Sumo-Boss. So.
Ja, Mensch. So. So einen Mond am Ende zu setzen, das ist doch dann eigentlich auch Quatsch. So, dann kann man es doch gleich weglassen. Gut, aber jetzt schön, haben wir alles. Und jetzt können wir in das schlechteste der Level reingehen. Also das schlechte am schlechtesten, ja. Ja. Genau. Oh, Undertale-Musik, das war wahrscheinlich das Beste am Level. Ja, der 111. Platz in VLDC 11. Super, ich muss leider Münzen einsammeln. Ich hätte gern die 88 da stehen lassen, aber geht nicht. So. So, jetzt kannst du mal raten, wieso es Asgore's Schloss ist. Auf der Oberwelt. Ja, zum einen, okay, ich wollte gerade sagen, es läuft Undertale-Musik, aber das ist ja eigentlich Sense-Musik. Aber ich meine, ja, es läuft ja schon mal Undertale-Musik. Ja. Das ist schon mal das eine. Naja, der Hintergrund ist halt die Judgment Hall und er hat es ja auch irgendwas mit Judgment genannt. Genau. So, das soll dann wahrscheinlich von ihm selbst so gedacht sein, dass das Undertale-Vibes hat ja hier. Sonst hätte er auch die Musik nicht eingebaut. Ich finde es auch klasse, dass es... Also wenn es nicht ist... Ich finde, es passt voll gut, weil... Das Level ist... voll in der Mitte gesetzt von der Überwelt, weißt du? Mhm. So, das symbolisiert das Schlichteste. Naja. Kann ich das skippen? Das kann ich locker skippen. Das haben die Mods aber sicherlich auch... die Mods... Auch ist sicherlich auch rausgefunden. So. Ich habe scheinbar nicht mal eine Yoshi-Coin verpasst. Wobei, das wissen wir noch nicht, aber werden wir sehen. Was dann dem Zwischenabschnitt hätte sein können. Oha. Nice. Wow. Skill. Da war eine Messagebox. Okay, die lesen wir mal eben fix. Den Mut zu lesen. Beware with the terrible Gasterblaster. Oh, ich hab's nicht, Mist. Ness Undertale. Okay. Super. Das ist der Gasterblaster. I hope. Ja, genau. Sehr schön. Gut. So, ich speichere schon mal, mich interessiert, ob jetzt noch was in der Tür gewesen wäre, wenn man die normal betreten würde, das Spiel, das Level. Und ob das einfach nur zum Midway Point portet. So. Was habe ich geskippt? Jump. Perfekt. Okay, damit haben wir die schlechteste Welt durch. Und können jetzt die Welt der Besten betreten. Haben wir noch Zeit? Also zum Reingehen auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei 33 Minuten. Okay. Reingehen können wir schon mal. Rating. Yes. Und uns die Over... Oh. Okay. Die Level werden auch entsprechend... Okay, perfekt. Also 10, es ist sortiert. Sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich mit 10 anfangen und uns runterarbeiten zu 1. Die Grafiken, also diese Inseln hat der Rubogic gezeichnet, wie ich mal gesagt habe. Und das ganze ASM ist vom Mario Fangamer, auch ein Deutscher. Ah, okay. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt alles so kommt. Die zwei kennst du. Oh, lol! Fünfter geworden. Nice. Ja, nice. Ja, Hallöchen. Crazy. Ja, die kenne ich alle. Natürlich, das sind ja alles vom Jump Team. Crazy. Das Jump Team gewinnt immer. Du meinst, da sind auch gewisse Vitamin B-Aspekte mit drin? Bitte? Den habe ich nicht verstanden. Vitamin B sagt man immer, wenn du. Also Beziehung.
dass du Beziehung zu jemandem hast und deswegen bekommst du zum Beispiel einen Job oder sowas. Sagt man im Arbeitsbereich. Das nennt man Vitamin B. Du, ich habe keine Ahnung. Okay, nein, das war jetzt auch nicht. Okay. Das sind ja natürlich verdiente Plätze alles. Okay. Wir schauen uns dann beim nächsten Mal, ja, wir gucken halt an, wie groß die jeweils sind, aber wir gehen natürlich dann Stück für Stück hier alles der Reihe nach durch. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und sage Tschüss. Medal of.